Videospielen macht fett und faul. Glauben Sie auch? Jetzt nicht mehr. Vom gemächlichen Gehopse bis hin zum schweißtreibenden Beinschwung. Tanzautomaten machen nicht nur einen Heidenspaß, sie fordern auch vollen Körpereinsatz. Wie das sogenannte BMANI genau funktioniert, Moritz Harms über vier Pfeile und das neue Bewegungsfieber. Im Madonna-Video zum Song Hang Up tanzt die Popqueen auf einem Tanzautomaten herum. Das sind Kästen, die in Japan schon seit Jahren der ganz große Renner sind. In Deutschland stehen lediglich vier dieser BMANI-Automaten und bislang gibt es nur ganz wenige, die die Tanzkunst aus Fernost beherrschen. Es ist ziemlich praktisch, wenn man ein bisschen Vorkenntnisse hat. Vorkenntnisse heißt, wenn man zum Beispiel in der Tanzschule war und schon daran gewöhnt ist, die Füße abwechselnd zu benutzen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Der Tänzer muss die Pfeile auf dem Monitor lesen und dann auf den angezeigten Pfeil auf seinem Tanzpad treten. In Köln stehen zwei der vier Automaten. Hier trifft sich die Tanzcrew vier Pfeile, um mit bis zu 10 Schritten in der Sekunde abzugehen. Im Internetforum wächst die Gemeinde der Asienrocker täglich. Deutschland steht wohl kurz vor dem ganz großen BMANI-Boom. Schmelzen sich auch immer mehr an in der Community, wächst die Community und das ist wahrscheinlich schon ein gutes Zeichen, denke ich, dass es einfach mehr werden. Ist auch schön, wenn man sieht, dass andere Leute hier vorbeikommen, am Automaten stehen bleiben und fragen, oh, wie geht das denn, kannst du mir das mal erklären? Schön. Schön ist auch, dass durch das wohl erste kalorienfeindliche Computerspiel der ein oder andere Zocker etwas für seine Figur tut. Denn im Sitzen kann man BMANI nicht spielen. Ich bevorzuge dieses Computerspiel, sag ich mal. Ich nenne es einfach mal Computerspiel, weil es eines der wenigen Spiele ist, wo man sich auch körperlich beteiligt. Also auch was ausnahmsweise mal für den Körper tut, mit Computerspielen. Für 1 Euro spielt der Automat 3 Songs. Die Schwierigkeitsstufe können die Tänzer selbst wählen. Für zu Hause sind die BMANI-Kästen aber wohl ungeeignet, denn ein Automat kostet über 10.000 Euro. Und tanzen kann man ja auch im Club, denn BMANI ist wohl eher Step-Aerobic.